Na, das Spiel will nicht. Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Cities Skylines 2 hier auf meinem Kanal. So, wir haben in der ersten Folge schon mal so ein Grundgerüst aufgebaut, haben aktuell ein relativ gutes Gleichgewicht zwischen unseren ganzen Wohngebieten und Gewerbegebieten und Industrien, wobei wir jetzt hier schon wieder sehen, dass sich hier ein bisschen was am Entwickeln ist. Wir brauchen noch Wohngebiete mit mittlerer Dichte, die jetzt schon wieder nicht mehr, aber wir wollen jetzt erstmal aufs Geld gucken. Und zwar, wir machen ja aktuell natürlich einen Haufen Minus, weil wir die Dienstleistungskosten relativ hoch haben. Dadurch, dass wir die Dienstleistung ja erstmal alle anbieten müssen. Wir können aber, haben wir auch noch andere Bilanzen, in die wir reingucken können. Ich muss jetzt nur mich reinfuchsen, wo man das genau sehen konnte. Vielleicht sehe ich es ja hier drin als Statistik. So, also, wir produzieren aktuell 18,6 Megawatt und verbrauchen 1,98 Megawatt. Und da können wir natürlich mal schauen, dass wir unseren Strom exportieren. Das können wir hier machen, indem wir hier einfach mal anschließen mit Hochspannungsleitung. Und dann das Ganze mal hier rüberziehen. Das kostet uns jetzt natürlich ein bisschen Geld, das Zeug hier zu bauen, aber das wird sich relativ schnell dann wieder akklimatisieren. Oder ammonitisieren. Ammonitisieren ist hoffentlich das richtige, der richtige Ausdruck. Jetzt können wir mal nochmal, jetzt gehen wir nochmal auf Strom. Jetzt sollten wir gleich anfangen zu exportieren. Hoffentlich. Jawohl. So, das seht ihr es, ne? Jetzt haben wir alles, was wir nicht selber brauchen, das wird jetzt exportiert. Produktion geht ein bisschen nach unten, warum auch immer. Jetzt müsste das aber eigentlich auch in unsere Bilanz auftauchen. Da ist unsere Bilanz. Weil wir, nee, das können wir hier wahrscheinlich, müssen wir wahrscheinlich noch freischalten. Ab großes Dorf können wir das. Aber wir sind ja nicht mal weit weg vom nächsten Meilenstein. Also, wir gehen mal weiter hier hinten in unser Industriegebiet und gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Industrien reinkloppen, damit wir wieder so ein gewisses Ungleichgewicht in die Stadt bringen. Das ist nämlich immer der beste Tipp, um ein bisschen wachsen zu können. Also das hat zumindest bei Cities Skylines 1 immer ganz gut funktioniert. Wenn man nicht so recht wusste, wie man weitermachen soll, dann einfach mal irgendwas bauen. Meist, also am besten natürlich Wohngebiete oder Industriegebiete. Und dann wird sich automatisch eine gewisse Nachfrage ergeben. Und dann kann man immer so ein bisschen entscheiden, wie man denn weiter sich entwickeln möchte. Und da können wir mal zwei Schräge rüber gehen. Wobei, na komm, wir ziehen es einfach mal hier rüber. Ziehen es hier runter. Und dann hauen wir da mal Gewerbegebiete hin. Das ist jetzt natürlich nicht sehr symmetrisch hier. Aber muss ja nicht immer auch alles, muss nicht immer alles symmetrisch sein, ne? Da kann man ja auch mal ein bisschen flexibler werden. So. Jetzt haben wir dieses neue Tool hier. Das finde ich natürlich auch mega klasse. Da wählt man einfach einen Bereich aus und sagt, da will ich jetzt Industriegebiet haben. Und dann haut er euch da die Industriegebiete hin. Müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht überschneidet. So, und dann haben wir jetzt eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. Straßen haben wir neue bekommen. Ach, hier hinten haben wir einen neuen Kreisverkehr. Okay. Hier haben wir auch noch irgendwas. Sagt mir aber nicht. Ach, ja genau. Da. Die nordamerikanische Variante. Ist auch ganz nett, dass man das am Anfang auswählen kann und doch im Spiel wieder ändern kann. Finde ich aber gut. Also, das ist nicht negativ. Weil die Industrienachfrage geht auch gerade ein bisschen nach oben. Müssen jetzt natürlich ein bisschen warten, bis die Häuser sich da aufgebaut haben, damit hier ein bisschen auch Ungleichgewicht entstehen kann. So, Gesundheitsfürsorge, wie schlecht die ist, sagt er hier. Aber die Abdeckung ist hier eigentlich bei 100%, oder? Wenn ich das hier mal so angucke. Kann ich das irgendwo sehen, wie die Abdeckung der... Ne, das sehe ich jetzt hier aktuell nicht. Transportübersicht. Untergrund. Also die Bürgerzufriedenheit ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, da hinten haben wir ein Problem. Da schauen wir nochmal drüber. Kann mit der Tabulator-Taste hier die Geschwindigkeit gar nicht ändern. Hier unten machen. Geht bestimmt. Ah, das Problem ist schon wieder weg. So, dann haben wir hier unsere ersten Häuser mit der mittleren Dichte. Und das Schöne bei der mittleren Dichte ist, dass dort unter den Häusern teilweise
es auch passieren kann, dass dort Geschäfte sich mitentwickeln. Ist jetzt hier aktuell noch nicht der Fall. Oder war das schon bei der hohen Dichte? Weil das hier sind alles so einfache Häuser. Aber ich finde das sehr schick gemacht. Hier haben wir mal eine RTW stehen, eine Ambulanz. Da kann man bestimmt nachher auch per Mods noch deutsche Fahrzeuge einführen. Also, dass wir hier eine deutsche Ambulanz haben. Weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht schon geht. Aber ich denke mal, da wird die Modding-Community, die wird da ganz schön reinhauen erstmal. Was haben wir hier noch? Flächen? Ach genau, wir können ja nachher noch Stadtteil definieren. Das ist natürlich ganz gut, wenn wir so ein Ami-Town oder ein Chinatown bauen wollen. Sofern es dann irgendwann mal einen Mod gibt, in dem Chinatown eine Rolle spielt. So, also. Gucken wir mal kurz nochmal in die Finanzen. Was wird nach Gewerbe gefragt? So, die Steuerung, die kann ich noch nicht machen. Da brauchen wir ein kleines Dorf. Jetzt sind wir ein winziges Dorf. Unser nächster Meilenstein wäre dann schon das kleine Dorf, weil dann können wir die Besteuerung umstellen. Okay, also unsere Sims wollen noch ein bisschen Gewerbe haben. Das sollen sie kriegen. Dazu pausiere ich das Spiel einmal. Dann reißen wir mal das hier alles weg. Der Kreisel kommt auch erstmal weg. Den brauchen wir da erstmal nicht mehr. So, und dann bauen wir uns hier mal eine längere Hauptstraße. Und da haben wir noch eine kleine Straße mit abgerissen wegen dem Kreisel. Da haben wir sie. Ey. So. Und dann passt das wieder alles. So, dann müssen wir hier den Kreisel ranbauen. Oder es muss ja nicht unbedingt ein Kreisel sein, aber ein Kreisel macht die Arbeit da natürlich ein bisschen einfacher. Was soll der da hin? Ne, der soll eigentlich hier hin. Dann bauen wir den noch erstmal dahin. So, jetzt haben wir jetzt hier schon den Highway. Machen wir hier eine zweispurige Einbahnstraße erstmal ran. Und jetzt können wir hier auch ruhig mal ein bisschen mit Kurve arbeiten. Na, geht nicht? Doch, jetzt. Jetzt ist wieder alles angeschlossen. So. Dann kann das weitergehen. Jetzt sind die natürlich vom Moment unzufrieden da. So, der Strom fällt ständig aus. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, guck mal, da oben fehlt noch ein Stück Straße. Machen wir gerade noch. So. Dann habt ihr auch wieder Strom, Abwasser und Wasser. So, Strom. Mal hier immer gucken in der Statistik. Da haben wir mehr als genug. So. So, Handel von Dienstleistungen bringt uns aktuell 46.000. Also langsam kommen wir in den Gewinnbereich. So, Gewerbegebiete haben wir gesagt, brauchen wir mehr. Dann kriegt ihr mal mehr. Das ist ja alles kein Problem. Dann ziehen wir hier nochmal eine Straße raus. Damit das Gewerbegebiet oder das Wohngebiet da nochmal ein bisschen besser angeschlossen ist. Ja, Daumen runter, ist klar. Habt ihr auch gerade die Lebensgrundlage weggenommen. So. Das steht außerhalb des Zonenrasters. Ich will gerade sagen. Das ist wahrscheinlich, weil wir die Straße abgerissen haben. So, jetzt sollten aber eigentlich wieder alle Gebäude
im Raster drin. Oh, guck mal hier. Fehlt auch noch. So, jetzt passt das wieder alles, oder? Fehlt ja noch ein kleines Stück. Eigentlich Wohngebiet. Hatten wir da schon mittlere Dichte? Nee, eigentlich nicht. So, hier können wir noch mittlere Dichte draus machen. Komm, dann machen wir hier überall mittlere Dichte draus. Da machen wir noch Gewerbe. Dann nehmen wir den da. Alles, was in der Nähe vom Gewerbegebiet ist, machen wir zur mittleren Dichte. Hier wird uns auch noch eine Straße in der Mitte fehlen. Oder können wir nachher was anderes Schönes machen? Habe ich schon eine Idee für. So, dann würde ich sagen, geben wir nochmal Gas hier ein bisschen. So. Normales Wohngebiet wird jetzt ein bisschen wenig. So, Leichenwagen fehlt hier drüben. Jetzt ist er da. Sterben uns schon die ersten People weg hier. Ist aber nach oben hier. So, Gewerbe haben wir auf jeden Fall mal erledigt. So, jetzt geht er auch schön nach unten. Wird ja alles bebaut erstmal noch. Das dauert ja seine Zeit. Wir haben ja jetzt auch Jahreszeiten und wie ihr seht auch Wetter. Ich glaube, dass das mit dem Regen nicht so ganz übertrieben immer ist. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal ein normales Wohngebiet hier hinzimmern. Und da sind wir schon ein kleines Dorf. Wir kriegen zwei Forschungspunkte. Was haben wir hier? Was sind diese Punkte da? Müssen wir gleich nochmal gucken. Gucken mal. Entwicklungspunkte. Und hier haben wir Erweiterungsbewilligung. Achso, über Erweiterungsbewilligung. Okay, dass wir unsere Stadt vergrößern können. Ja, klar. Das brauchen wir aber aktuell, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt können wir mal gucken, was jetzt für uns interessant wäre hier. Wir haben hier verschiedene Kategorien. Bildung. Bildung, ein College. Ja, was haben wir schon was an Bildung hier? Oh ja. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt gleich mal um Bildung kümmern. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir gehen erstmal nochmal auf unser Fortschritt hier. Also, wir haben hier die Verbrennungsanlage. Die wäre natürlich schon sehr interessant, weil wir dann das Depot, also die Mülldeponie nicht bräuchten. Mal wieder Industriemüllverwertung. Dann haben wir hier Krematorium und ein Krankenhaus. Wasseraufbereitungsanlage, das ist natürlich alles noch ein bisschen sehr hoch gegriffen. Gaskraftwerk haben wir hier, Notstromaggregatstation. Achso, die, ja okay, wenn wir mal zu wenig Strom haben. Ich würde sagen, eigentlich würde ich am ehesten erstmal irgendwas für die Bürger tun wollen. Das wäre in diesem Fall, würde ich sagen, das College erstmal. Und das Krematorium, komm. Nehmen wir das auch. Aber machen wir hier hinten weiter. Und dann werden wir uns um Bildung kümmern. Weil wir dann hier durch sind. So. Und es werden noch mehr Gewerbegebiete verlangt. Jetzt brauchen wir gar keine Wohngebiete aktuell. Dann lasse ich das erstmal da oben stehen. Wir brauchen weiter Gewerbegebiete. Das wird jetzt natürlich interessant. Müssen wir doch mal hier die Jungs und Mädels da nochmal rausschmeißen. Und dann bauen wir hier den ersten reinen Gewerbeblock hin. Und schauen wir mal, was passiert. So, jetzt werden wir gleich wieder dicht bebautes Wohngebiet brauchen.
Ja, lass uns erstmal um, also da haben wir das Krematorium. Das ist ein für sich alleinstehendes Gebäude. Was aber hier noch sehr gut hinpasst. Und dann wollen wir natürlich mal anfangen für Bildung zu sorgen. Also erstmal eine Grundschule. Das ist aber auch schon riesig. Mal hier hinten vielleicht noch mal ein bisschen erweitern. Hier nachher wahrscheinlich schon die Autobahn verlegen. So, dann können wir da unsere Bildungseinrichtungen hinkloppen. So, dann haben wir eine Schule. Eine höhere Schule. Boah, holla die Waldfee. Die sind ja riesig, die Gebäude. Das ist doch was. Und die Uni. Boah. Je, oh je. Wohin mit den ganzen großen Gebäuden? Ja, bald schon gucken, dass wir hier dann nehmen wir das hier mal als Hauptstraße nachher, ne? Wir können an der Kreuzung jetzt nicht direkt ran, oder? Die vielleicht schon mal upgraden. Um das hinzubekommen. Aber das war Upgrade, ne? Ein ganz schön steiles Gebirge da. Oh je, wohin denn? Wohin mit unserer höheren Schule? Dann doch hier neben das Krankenhaus erstmal. Schmeiß mir die People da erstmal raus. Ich hoffe, die passt da hin. Die passt da noch nicht mal hin. Das ist ja Wahnsinn. Schau ich das an. Doppelt so groß wie mein größter Block. Katastrophe. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir hier wohl übel mal auskommen. Überlappende Objekte. Oje, oje. Achso, jetzt weiß ich wieder, wofür dieses Raster war. Da kann man nämlich die Dinger hier direkt groß machen. Ah, okay, alles klar, haben wir begriffen. Okay, das wollen wir jetzt aber aktuell nicht. So, dann kommt dort erstmal unsere Bildungsecke hin. Aber dass die höhere Schule so viel Platz wegnimmt, ist schon heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Na, dann kommt die Uni da auch gerade hin. Die wir noch nicht haben. College. Können wir noch gar nicht bauen. Habe ich jetzt schon freigeschaltet. War natürlich Quatsch jetzt. So, Leichenwagen braucht ewig lange. Wie viele sind denn da unterwegs?
Einer von 15. So, haben wir jetzt schon Schüler hier auf unserer Schule? 31 und hier haben wir 2. Okay, da ist noch Luft nach oben. Boah, wie riesig diese Gebäude sind. Und das ist ja noch nicht alles, ne? Das College kann ja noch erweitert werden. Aber das mit dem Gebirge hier ist natürlich auch ja nicht so praktisch. Der Startpunkt ist aber auch echt ungünstig, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Passen sich die Gebäude wenigstens so ein bisschen an unsere Straße. Oh ja, das passt sich tatsächlich so ein bisschen an hier hinten bei einigen Stellen. Der Wahnsinn. So, wie sieht das aus hier? Handel von Dienstleistungen ist immer noch nicht so doll bei uns. Ja. Wir brauchen nochmal einfaches Wohngebiet. Da haben wir hier hinten schon ein bisschen Platz geschaffen für. Dann wollen wir das mal machen, ne? So. Da haben wir auch noch eine Ecke frei. Und jetzt fehlt uns wieder Gewerbe. Das sehe ich jetzt aber nicht als das große Problem. Das kriegen wir hier alles gebacken. Büro, Zone und Industriespezialisierung haben wir nachher auch noch. Natürlich auch ganz praktisch direkt gegenüber der höheren Schule. Gewerbe. Können sich die Schüler schön ihre Zigaretten kaufen gehen. So, dann schauen wir mal weiter. Das ist auch schon ein hübsches kleines Städtchen entstanden hier, oder findet ihr nicht? Kann sich sehen lassen, aber der Regen, der geht einem auf den Sack. Aber es regnet ja dann nur. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Tag- und Nachtwechsel ist natürlich großartig. Da gab es auch von vielen, die vorher spielen durften, noch dieses Problem, dass die Lichter alle überleuchtet waren. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht der Fall. Oh, guck mal da oben. Schöne Nordlichter. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier in die Gewinnschwelle kommen langsam. Und das können wir jetzt machen, indem wir mal die Steuern ein bisschen anheben. Gehen wir auf 13%. Schauen wir mal. Wird hier tatsächlich in Monaten gerechnet. Das ist sehr gut. Da hat man eine gute Übersicht. Guck mal, selbst wenn wir auf schnell spielen, ne? Weiß gar nicht, irgendwo hatte ich mal gelesen, wie viel das ein Tag ist. Und ich glaube 2 Spielstunden, wenn man auf normaler Zeit laufen lässt. So, was exportieren wir denn jetzt an Strom? Die Produktion ist auch nicht ganz hoch, ne? Das Ding ist nicht auf 100% hier drüben. Woran liegt's? Wir müssen ja auch Kohle importieren, ne? Ugh.
Also Angestellte haben wir, Nutzung ist 100%. Was steht denn, wenn wir so ein Kraftwerk bauen, was steht denn da als Maximalproduktion? Steht das da irgendwo? 20, Megawatt. Wieso produzieren wir da jetzt ein bisschen mehr, als eigentlich der Fall ist? Interessant. So, aber aktuell keine Probleme da. Die Nummer mit den Leichenwagen, die passt mir nicht so ganz. Warum die so lange brauchen? Weil es sind ja eigentlich genug da. 15 Fahrzeuge sind da. Das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass wir schon die ersten Verkehrsprobleme haben. Aber die kann ich noch nicht sehen, oder? Ah, sehe ich es nicht. Untergrund. Sehe ich das vielleicht hier? Nee. Guck mal, hier oben haben wir noch die ganzen Info-Layer. Damit können wir noch arbeiten. Ah ja, guck mal da. Guck mal da. So, aber es sieht alles gut aus hier. Da ist eigentlich noch nicht viel los. Was war das jetzt gerade für ein Fehler, den wir hier hatten? Achso, das ist einfach nur ein Symbol, dass da was läuft. Gut. Hier wird die ganze Insel überspannt. So, hier wird das Polarlicht gerade abgefeiert. Was haben wir hier für ein Problem? Okay. Die Zu- und Ausfahrt ist nicht angeschlossen. Das ist auch kein Problem. Gehen wir auch hin. So, jetzt haben wir es doch. Nicht schön, aber selten. Okay, Straßen bauen, das ist noch eine kleine Übungssache bei mir. So, Gewerbegebiet werden immer noch massivst gebraucht. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen ausbauen. Hier unten an den Kreisel mit dran. Und wir sind ein mittleres Dorf. Wir kriegen 3 Punkte, 5 Erweiterungen. Gucken wir uns gleich mal an. Ich kümmere mich jetzt mal gerade eben erstmal um die Gewerbegebiete, die noch fehlen. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon die mittlere Dichte. Dann können wir da ein bisschen gegenwirken. Naja, haben wir leider noch nicht. Dann nehmen wir mal hier das Füllwerkzeug. Zack, 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 zack. Da geht auch langsam nach unten. Dann gehen wir mal hier unten rein. Gucken mal, was es Neues gibt. Polizei und Feuerwehr haben wir hier. Ein kleiner Schutzraum. Ein Feuerwachturm. In diesen Türmen halten Mitarbeiter ständig Wache und verringern so die Wahrscheinlichkeit eines Waldbrandes. Okay. Wasseraufbereitungsanlage ist für mich, glaube ich, aktuell noch uninteressant. Feuerwache. Aber wir haben jetzt ja hier schon mal so die erste Feuerwehren. Wir haben jetzt natürlich mal. Natürlich die Frage, wo man die am besten platziert. Ich würde die mal hier ins Gewerbegebiet platzieren. Aber da profitieren auch alle von. Haben die keine Abdeckung mehr? Natürlich jetzt eine Frage. Oh, das Polizeirevier ist auch schon so riesig. Packen wir mal hier auf die Ecke. Aber da profitieren auch alle von. Okay. Haben wir das auch schon mal? Hier, alles so grün. Ja. So.
Feuerwache ist da. War ganz schön viel zu erkunden hier. Industriespezialisierung haben wir. In Nutztierhaltung. Die Nutztierhaltung, Spezialindustrie kann auf beliebigen Untergrund platziert werden, um Nutztiere zu produzieren. Und dann haben wir hier noch Steinbergbau. Um Steine zu fördern. War natürlich eine Frage, ob dann da tatsächlich auch Löcher entstehen. Aber das ist dem Spiel eigentlich egal, wo ich das Ding hinbaue. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. Und ist auch egal, wo ich es hinbaue. Einfache Gebäude. Dann würde ich doch mal sagen, das hier ist ja eher landwirtschaftliche Anlagen. Haben wir nur noch Neues? Ah, jetzt können wir Stadtteile hier machen. Industriespezialisierungswerkzeug. Was kann denn das? Gucken wir mal. Okay, das werden wir wohl in der nächsten Folge zusammen rausfinden müssen. Da hoffe ich, seid ihr dann auch wieder mit dabei. Und dann würden wir jetzt hier nochmal ein Thumbnail machen. Und zwar von der Uni. Oder von der Hochschule. Nach unten. Ein bisschen. So einen kleinen Eindruck bekommen, was hier eigentlich schon los ist. Aber fahrzeugtechnisch sieht das echt noch gut aus. Guck mal, hinten fährt ein schönes kleines Bötchen. Okay, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ihr dürft natürlich Abos da lassen. Kommentiert ihr Däumchen nach oben nicht vergessen. Ihr könnt auf den Discord kommen, der Link ist in der Videobeschreibung. Nach dieser Folge haben wir dort auch einen speziellen City Skyline Chatroom. Und ihr dürft wie immer sehr gerne aber auch bei Instagram vorbeischauen. Da würde ich mich freuen, Ramagani-YouTube oder einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen. Discord übrigens auch verlinkt in der Videobeschreibung. In dem Sinne euch jetzt noch einen schönen Tag und ein gepflegtes Reingauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.